Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial, heute mal in Sony Vegas Pro 12. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr bei Gameplay-Videos, in dem Fall in einem kleinen Minecraft-Video, einen Zeitraffer oder eine Zeitlupe einfügen könnt. Dazu holt ihr erstmal ein Video rein, natürlich mit Öffnen, und dann holt ihr euch einen Clip. Ich habe jetzt den hier mit Fraps direkt, der ist auch noch, wie groß ist er? Egal, ich glaube so 2 GB groß. Habe ich voll gesehen. Dann zieht ihr ihn einfach hier rein in eure Spur, wie gehabt. So. Habt ihr hier die Tonspur und die Videospur? Mal durch. Kann ja mal von Anfang an abspielen. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Testvideo. Dieses Video ist eigentlich nur Mist, weil ich es eigentlich nur verwende, um euch zu zeigen, wie man in Sony Vegas Pro einen Zeitraffer bzw. eine. Das ist eigentlich nur dummes Gelaber, ich wollte halt nur ein kleines Minecraft-Video machen, um das euch mal zu zeigen. So, wenn ihr das ganze Video im Zeitraffer, fangen wir mal mit dem Zeitraffer an. Wenn ihr das ganze Video im Zeitraffer haben wollt, ist das sehr einfach. Ihr geht einfach, ihr geht an das Ende von dem Part, dann seht ihr diese Pfeile, dann drückt ihr STRG und dann erscheinen darunter solche Wellen. Und dann könnt ihr hier die ganz weit rüberziehen, so weit ihr halt wollt. Machen wir jetzt einfach mal so. Und dann habe ich es jetzt nicht. Ich wollte eigentlich mit dem Zeitraffer anfangen, aber egal, das ist jetzt die Zeitlupe. Ich kann euch mal zeigen, ich kann euch ja mal zeigen, wie das sich jetzt anhört. Hallo und herzlich willkommen. Hier einfach mal ein bisschen rum und rede, weil meine Stimme ganz lustig. Wow. Okay, das hört sich ziemlich geil an der Stelle. Ich höre mich an wie ein Formel 1 Auto. Warte mal hier. Hat alles nichts bedeutet. Naja, egal. Also, jetzt wisst ihr wie. Ups. Ziehe ich das nochmal rein, habe ich es gelöscht. Jetzt wisst ihr, wie ihr. Hallo. Jetzt wisst ihr, wie ihr eine Zeitlupe einfügt. Oh, verdammt. Okay, ich glaube, ich entferne nochmal alles hier raus. Ist alles weg. Ja, tun wir den Ding hier mal ganz am Anfang und dann ziehen wir das Video nochmal neu rein. So. Zeitlupe ist eigentlich das gleiche. Ihr drückt wieder hier STRG, habt ihr die Wellen und zieht es einfach in die andere Richtung. Machen wir mal auf volle Pulle und dann schauen wir mal, was rausgekommen ist. Lol. Hallo. Mal gucken. Okay, das war jetzt ziemlich schnell beschleunigt. Ihr könnt natürlich. Hey! So. Ihr könnt natürlich auswählen, wie lang. Also, ihr könnt jetzt auch noch ein bisschen. Also, das ist eigentlich euch überlassen. Jetzt möchte ich euch nur noch zu guter Letzt zeigen. So. Was habe ich denn jetzt gemacht? So. Wenn ihr. Ihr wollt ja meistens nur ein Part von. Lol, ich habe viel zu nah rangezoomt. Moment. So. So, ihr wollt wahrscheinlich immer nur einen Teil von eurer Aufnahme im Zeitraffer haben. Vielleicht manchmal so einen spannenden Teil. Zeitraffer zum Beispiel, wenn es mal in einer kurzen Stelle langweilig ist, weil nichts passiert. Oder Zeitlupe, wenn es mal spannend ist. Wir nehmen jetzt einfach mal, keine Ahnung, muss man halt dann genau gucken, wann was ist. Dann markiert ihr einfach die Stelle. Ich nehme jetzt immer irgendwas. So, und dann müsst ihr auf Bearbeiten und dann auf Teilen drücken. Dann wurden die hier von den anderen abgetrennt und ihr könnt sie so ziehen. So würde ich es erstmal machen. So, und dann könnt ihr hier einfach auseinanderziehen. Und wenn ihr das noch länger wollt, wenn es jetzt zum Beispiel eine langweilige Stelle ist, dann zieht ihr das so. Und dann gucken wir mal. Play. Wow! So. Ich muss auch mal lange Töne so. Okay, das war jetzt Zeitlupe. Ich komme da immer durcheinander, aber egal. So, ihr könnt das einfach machen. Wir können Zeitraffer hier ein. Das ist zum Beispiel eine langweilige Stelle. Da habe ich das jetzt hier ganz klein gemacht. So. Gucken wir nochmal, was draus geworden ist.
Wow! So, ich muss mal so, und hier ist die Zeitraffer dann vorbei. Jo, gut, das war's auch schon von dem kleinen Tutorial. Wie gesagt, das war nur eine Kleinigkeit, aber ich habe selber auf YouTube gesucht, weil ich selber nicht hinbekommen habe und habe dann nur Videos von Sony Vegas Pro 11 oder 9 entdeckt und noch keins von Sony Vegas Pro 12. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Ihr könnt dem Video einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch geholfen hat. Und dann hoffe ich, dass ihr noch weitere Videos auf meinem Kanal anguckt, wenn ihr wollt. Und dann sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wiu, wiu.